Was ist das nochmal? Welches Land? Vive la France. Frankreich. Und gleich gibt's wieder richtig Rambazamba. Wir tanzen alle auf der Herdplatte. Richtig Bock auf Gothic Festival Leipzig, wenn ich das sehe. Oh, direkt nein. Interessanter Sound für Frankreich auch, finde ich. Witzig. Hört sich überhaupt nicht an wie ein Beitrag aus Frankreich. Nee, aber das ist irgendwie nicht, auch das geil. Tolle. Ja. Das ist ja für Frankreich, oder? Ist das Französisch, was die singen? Krass. Was ist das? Bretonisch. Bretonisch? Nie gehört. Wir verarschen uns doch hier. Und wo wird das gesprochen? In Bretonien. Ja, dieser Song ist nämlich nicht auf Französisch, wie man als erstes glauben möchte, als Laie. Sondern auf Bretonisch. Und wann es das letzte Mal gab, erklärt Irving Wolter jetzt. Wenn er das nicht erklärt, ne? Dann hast du ja sowas von. Das wird sein erster Satz sein. Ja. Phelan heißt ja Funken übersetzt und das, oder auch junges Mädchen im Bretonischen. Da habe ich mich gefragt, kommt denn das Wort Funkemariechen her? Das macht Sinn. Ich halte erstmal den Mund, weil ich ja ganz genau weiß, dass du jetzt 2,5 Minuten am Stück Lobeshymnen loswerden wirst. Und ich sag dann danach noch was. Das ist ein großartiger Song, das sagst du jetzt auch. Und dann machen wir Schluss. Das ist ein großartiger Song. Dieser Song ist einfach großartig. Wir was auf Bretonisch haben, zum ersten Mal seit 1996. Das würde ich tatsächlich gerne als Sieger sehen und nächstes Jahr nach Paris fahren. In der Bretagne ist eines der größten Trance Music Festivals in Europa. Solch eine Kombination aus bretonischer Sprache und Trance Musik ist typisch französisch. Charmed, der zauberhafte Hexer oder was? Ich sage ja. Also Frankreich hat einfach alles begriffen. Das ist irgendwie absurd, spannend, catchy. Geil, hätte ich nicht erwartet von Frankreich. Und dieser Beat ist halt einfach richtig gut. Fantastisch. Naja, der Beat ist gut. Der ist so ein bisschen so aufgebrochen. Genau. Ist irgendwie geil. Gut programmiert. Ja, wie eigentlich aus so krassen, manchmal aus so krassen Elektro-Songs, aus so Techno-Songs. Genau. Ja, genau. Das ist kein Techno. Diese Musik ist kein Techno. Und das könnte aber in Berlin im Club laufen, oder Lea? Sag mal. Für ESC-Verhältnis ist es. Sag mal jemanden, der Techno geil findet, dass das Techno ist. Ich bin nicht wirklich im Club, aber. Irgendwie so 5 Uhr morgens und nur noch am Pumpen bist du. Ich finde es sehr interessant, wie der Tänzer sich bewegt. Und bei ihm ist es ja trotzdem ja immer so zwischen lächerlich und ernsthaft, aber man denkt so. Sein Tanzstil meinst ja, du? Oh ja. Aber man denkt so, nee, das muss er wohl ernst meinen. Ich frage mich ja, ob das nicht total albern wäre, wie der sich da bewegt und wie der da tanzt und diese Moves macht, wenn der nicht so heiß dabei wäre. Ich mag ihn besonders gerne. Er ist der attraktivste Mann im Wettbewerb, finde ich. Also ganz toll. Aber ich muss zugeben, ich finde es noch heißer, dass er das macht und dass er sich nicht zu fein ist dafür, obwohl er so gut aussieht. Sehr hübscher Junge. Und das ist ja so zwischen Wahnsinn. Das macht ihn so attraktiv. und Begeisterung. Also Genie und Wahnsinn liegen dicht beieinander. Also der Typ. Er hat auch ein richtig großes Instrumentarium da um sich rumstehen. Und dann hängt er sich nochmal die E-Gitarre rum und dann spielt er jetzt das nochmal. Also sie haben sich als Band zusammengefunden und haben, als sie Instrumente verteilt, hat er immer ich gesungen bei jedem. Was macht denn der mit dieser winzigen... Ist das eine Ukulele? Nee, oder? Und die anderen, die Mädels sind dann einfach nur, ja, nun gut. Dann machen wir das so. Aber das ist wahrscheinlich ein bretonisches Instrument, so Zither-mäßig, oder? Das ist wahrscheinlich ein sehr kontrolliger Typ. Die härteste Ukulele der Welt. Aber was halte ich jetzt davon? Ich weiß nicht so wirklich, was ich davon halten soll. Ich habe mich entschieden, ich find's geil. Wenn man sich die Einzelteile so anguckt, findet man den irgendwie interessant. Ich find's irgendwie geil. Aber hört man sich dann trotzdem nicht nochmal an, ne? Aber ich weiß nicht genau, was der Song von mir will. Ich habe da auch jetzt gerade ganz hart drüber nachgedacht. Hast du auch nochmal intensiv drüber nachgedacht? Mag ich nicht. Irgendwie ist das ganz cool, irgendwie ist es ganz stylisch. Aber springt der Phelan über? Oh ja. Kreis an die Guaden. Et danse al Phelan.